Das kann dann hierher. Und dann nehmen wir die Kanister und stellen sie da oben hin. Nee, das geht nicht. Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge Hausflipper, unserem Sanierungssimulator. Wir sind hier gerade dabei, das Badezimmer, das neue Badezimmer am Fliesen. Das war wohl früher mal ein Abstellraum. Da standen Regale drin und die haben wir rausgerissen. So, die Wand haben wir. Jetzt machen wir die Wand fertig. So, und hier kommt das Waschbecken, Toilette und ich denke mal, das hier wird eine Dusche werden. Drehen wir mal auf. Okay. So, da haben wir nämlich die Dusche dann auch in dem.
gucken, wie das aussieht. Waschbecken jetzt genau mittig von so einem Ding gewesen, dann hätte ich da auch so, aber das tauschen wir aus hier. Das gefällt mir irgendwie nicht. Da war ja noch welche haben. Macht das nichts. So, haben allerdings hier die Dusche komplett da drin und haben dann die Teilung noch da. So, bisschen was über. Jetzt noch mal Geräte. Toilette. Zack. Skillpunkte. Goldenes Händchen. Ja, hier Fliesen legen und Laminatböden und so weiter, ne? Waschbecken. Gut, einen Spiegel soll man noch anbauen. Nein, machen wir mal ein Weiß. Sehr schön. Nur wir sehen uns nicht, der Spiegel ist beschlagen. Gut, damit sind wir auch mit diesem Auftrag fertig. 100%, jawohl. Vier Badezimmer sind ideal für vier Personen. Letztendlich mit... Wow. Das ist einer größenwahnsinnig. Oh, hier ist irgendwo was zu putzen. Ich sehe es. Ha, ich habe es gefunden. Gut, jetzt können wir hier Wandfliesen. Wo sind sie? Da. Weißer Wirbel. Oh komm, nehmen wir die. Oder? Jo.
Wow, es hat noch nicht mal für eine Wand gereicht. Oh, macht nichts. So teuer ist das Zeug ja nicht. So, jetzt geht's hier weiter. Die Wand haben wir auch. Damit haben wir unser kleines Häuschen fast fertig. So, dann brauchen wir noch mal ein bisschen. So, natürlich bis in die Ecke rein. Zack, fertig. So, den Rest weg. Wir lassen uns natürlich ein bisschen was Besseres, als wir sonst so standardmäßig einbauen. Ja, wenn wir schon so ein kleines Klo haben. So, das meine ich. Passt hier nicht rein. Nee, das müsste da ran, das wird nichts. Das hier, das muss rein. So, da haben wir das Waschbecken. Jetzt die Dusche.
Ja, wie gesagt, das finde ich ein bisschen eigenartig, dass man da teilweise sehr schlecht was erkennen kann. So, jetzt kommt noch unser Heizkörper. So, und ich denke mal mit dem Licht, ja, das ist auch schön direkt über der Dusche. Damit ist unser eigenes Häuschen, unser erstes Büro, fertig. Gucken wir doch mal. Haus zu renovieren, Haus streichen, Kitschhaus. Ich bin, da ich keine Ahnung habe, ich bitte um Hilfe, Geld ist kein Problem. Befreien. Bunker zum Wohnen, der ist auch interessant. Es ist wirklich unten ein Bunker, den wir im Grunde ja bewohnbar machen müssen. Hier ist nichts. Geht's denn hier runter? So, und hier erstmal gleich den ersten Raum fertig machen. Sehr schön. Vorraum haben wir fertig. Prozent, 96%.
Normalerweise sortiere ich denn die Sachen nicht, aber okay. Es ist für mich einfacher, wenn das hier im Regal ist. So, ach, da hinten ist noch eine Dose. Gucken, ob wir die da noch irgendwo. Ja, die passt da noch hin. Hier ist noch so ein Ding. Jetzt packen wir da noch mit rein. Hier haben wir noch eine Flasche. Die kann dahin. Noch eine kleine Dose. So, und das auch noch weg. Das kann dann hierher. Und dann nehmen wir die Kanister und stellen sie da oben hin. Nee, das geht nicht. Okay. Dann wollen wir ein bisschen putzen hier.
Gut, das Kakerlakennest haben wir weg. So, der Raum ist sauber. Gut, Geräte montieren. Aufmachen hier. Okay. Toilette. Sehr gut. Die Dusche und das Waschbecken. So, Waschbecken ist dran. Jetzt kommt die Dusche rein. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. So, und wie es dann weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss.